Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Big Ambitions. Ja, ich habe jetzt seit der letzten Folge noch ein paar Tage gespielt. Ihr seht, wir haben 320.000 auf dem Konto liegen und haben gestern allein 18.000 bis 19.000 gemacht. Sehr, sehr schöne Sache. So, aber da hört es ja jetzt nicht auf. Wir wollen ja weitermachen, ne? Unsere Läden laufen soweit eigentlich ganz gut. Bin gespannt auf die nächste Steuererstattung, die wir machen müssen. Wenn wir natürlich auf die Rivalen gucken, sind wir immer noch ganz unten. Er kommt aber slowly sinkend, habe ich das Gefühl, wenn man sich das so Ganze anschaut. Und dass wir 12 Unternehmen, ist schon ein bisschen bedrohlich. Wenn wir uns aber anschauen, hier unser Supermarkt macht 100.000 im Monat. Und das will ich heute mit euch anpassen. Und zwar würde ich gerne mit euch im Bisman, beziehungsweise Google Maps, uns einen neuen Laden besorgen. Denn wir haben uns ja letztes Mal ein bisschen angeschaut, was es alles so, glaube ich, gibt. Und ich glaube, 75 war so das Höchste. Und ich würde hier oben, ne, schauen wir uns mal an, wie wird der, die haben beide 1000. Der ist direkt unten an der Hauptstraße. Wäre natürlich auch was Interessantes. Was nehme ich? Hier gibt es natürlich auch noch Läden. Die würde ich eher später eröffnen. Ich würde schauen, dass wir jetzt einen großen Laden eröffnen. Schauen wir uns doch mal den hier an. Den kann ich doch bestimmt ein bisschen anschauen. Gesamtgröße, Grundfläche. Steht hier auch irgendwo Lagerfläche? Vorschau. Er hat ein Lager. Gut, okay. Schauen wir uns doch mal den Laden an. Hat er auch 1000 natürlich. Aber für Supermärkte natürlich eine Medium-Größe. In Bisman öffnen und dann kann ich hier ja die Vorschau schon. Selbe Ausstattung, selbe Größe. Für mich ist ja interessant eigentlich die hier die Kundenkapazität, um die so möglichst hoch zu kriegen. Ganz ehrlich, ich würde den mittigeren nehmen. Einfach nicht vielleicht, weil sozusagen, ich glaube, spieltechnisch macht es keinen Unterschied wirklich. Selber Bezirk, selbe Größe, selbe Durchlaufzeit. Wie viel Straße? Obwohl, warte mal. Ich glaube nicht mal ganz. Verkehrsindex. Ich glaube, der Verkehrsindex war wichtig. Wo war denn das wieder? Konnte ich nicht irgendwo. Wo war denn das wieder? Ach, F1 Hilfe. Gebäudeverwaltung, Kundenkapazität, Verkehr. Verkehrsindex und Marketing. Wenn du Verkehrsindex und Marketing kombinierst, erhältst du die Gesamtwerbung für dein Unternehmen. Versuche 100% Werbung zu erreichen und deine potenziellen Kunden zu maximieren. Der Verkehrsindex kann nicht geändert werden, daher ist es wichtig, ein Gebäude mit hohem Index. Okay, also ist das schon wichtig, bitte. Der untere Laden ist für uns spannender. Zum Glück habe ich nochmal geguckt. Bitte. Der hier hat hier einfach einen größeren Verkehrsindex wie der hier. Oder der braucht weniger Werbung. Dann wäre ich ja blöd, den nicht zu nehmen, ne? Ein bisschen öffnen. Wie viel kostet das? Gesamterstzahlung 15.000, eine Miete von 464. Kosten des elektrischen Geräte, die durch Gebäude entsteht. Kaution wird vor Vertragsende zurückbezahlt. Wer wird das gezahlt? Ich weiß es gar nicht. Ist aber auch wurscht, wir machen wahrscheinlich trotzdem ein gutes Plus. Neues Unternehmen gründen. Warte mal. Er hier. Ich hätte hier gerne wieder einen kleinen Supermarkt. Und das ist resch und fresh. Nehmen wir es einfach. Unternehmen gründen. Verkehrsindex 47%. Bedeutet, wir müssen jetzt schon, dass wir das Maximum erreichen. Dafür würde ich jetzt mal kurz in den Bisman gehen. Ja, der macht natürlich jetzt 464 minus. Das kann ja gar, okay, da ist noch nichts drin.
Bismillah, wollte ich hin. Schau dir an, der macht durchschnittliches tägliches Einkommen 15.000. Das ist brutal. Und ich glaube, der wird noch heftiger. Der wird uns boosten. Auch wenn irgendwie der Kunden in laufender Zeit ganz schön gesunken sind. Wohl ja, wir sind 30 runter. Wenn du gestern anschaust. Haben wir die ganze Zeit geöffnet? Ich glaube nicht, ne? Die haben die ganzen Oberflächen verändert. Das ist immer wieder erstaunlich. Also, frische Lebensmittel. Ein Industriekühlschrank macht 40. Bedeutet, wir brauchen die doppelte Anzahl. Wir brauchen allein 4 Industriekühlschränke für frische Lebensmittel. Da brauche ich 2 Industriegefrierschränke plus einen kleinen Industriestank. Da brauche ich 2 große Getränkekühlschränke. Hä? Wo ist denn das? Ah, Tiefkühlkost. Dann macht jeder 30, also auch. Aha. Ich habe eine Zecke, die wir was aufbauen können, glaube ich. Alter, ich brauche allein 3 Einkaufskörbe. Und ich brauche 3 Kassen. Okay. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an und werden das jetzt einfach per Hand machen. Weil, why the fuck not? Wir machen uns jetzt da keinen Stress mit. Servus. Wo sind denn eure Wegen? Ah, die habt ihr hier hingepackt. Gut. Ich brauche hier so eine Industriekühlschrank. Ich habe 4 Stück davon fürs Erste. Holy shit, das kostet mit 70. Hui. Das ist eine teure Aktion, ich sag's euch jetzt schon. Aber dann schauen wir mal, ob wir damit durchkommen. Ich wollte keine Bank verwenden. Ich wollte zu meinem neuen Laden runter. Schauen wir mal, wie gut sich das ausgeht. Wir brauchen dann alleine. Das müssen wir uns mal ausrechnen, aber ich würde den auch 24-7 öffnen. Mit sogar 2 Employees, wenn nicht sogar 3. Also wirklich auch voll ausmaxen. In dem Fall. Und ich würde den auch erst öffnen, wenn wir wirklich vom Aufbau her gut sind. Fresh and fresh. Süd steht sogar drunter. Cool. Hallöchen. Alter, ist dieser Laden riesig. Ich brauche ja gar keinen so einen. Warum sind die Läden so riesig mit dem guten Verkehrsindex? Das ist echt schlimm. So, das ist. Wo ist denn die Mitte hier, circa? Das ist die Mittellinie hier. Einfach, falls wir von hier ausgehen, Lager verwalten. Dann war das jetzt dumm. Sagen wir jetzt einfach, wir machen hier einen Durchgang noch rein. Und das wären dann 3 breit. So, okay. Da kommen dann Getränke links, rechts hin. Du bist. Warum kann das nur Tiefkühlkost sein? Wait, habe ich den falschen genommen? Industriekühlschrank. Wait, dann muss ich das ja. Ich kaufe wieder komplette Scheiße zusammen. Getränkekühlschrank, Industriekühlschrank. Davon brauche ich 4. Industriegefrierschrank. Ein klein, 2 große. Für
Denk zwei kleine, einen großen. Einen kleinen, zwei große. Dann wäre es ja wahrscheinlich schlauer, wenn wir das. Warte mal. Passt, perfekt, okay. Eine Seite ist dann Eis, die andere Seite ist dann. Alter Verwalter. Ich glaube auch nicht mehr, dass ich jetzt heute schaffe, noch den anderen Laden, die anderen Sachen zu kaufen. Ich bin auch beim Überlegen, ob ich mir noch ein Auto kaufe. Einfach für solche Aktionen. Mal schauen, mal, vielleicht schaffe ich es noch. Ich glaube es aber eher weniger. Zwischen 19 Uhr. Ja, der hat dicht. Shit. Jetzt ist er morgen noch da. Das ist natürlich die Sache. Ich habe mir aktuell kein Auto gegeben und das ganze Zeugs rum. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir den Laden öffnen. Bedeutet, das nächste Ziel danach sollte ein Fahrzeug sein für uns, mit dem wir arbeiten können. Wir zocken jetzt noch ein bisschen. Und gehen danach ein bisschen schlafen. Wir schauen aber, dass wir so relativ früh wie möglich. Und 17.000. Nice. Es hat also eine Gefriertruhe wieder circa. Uns spendiert. Was natürlich super ist. Aber mit einer Gefriertruhe können wir schon mal ein bisschen mehr anfangen. Heute öffnet erst wieder um 9. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hätte gerne, dass wir kurz vor 9 von der Bank aufstehen. Nein. Da wollte ich nicht hin. Ich habe jetzt gerade den Hund zu meinen Füßen. Der will gestreichelt werden. Jetzt tue ich mit der einen Hand streicheln und mit der anderen Hand spielen. Auch nicht schlecht. Also. Das ist ein Industriekühlschrank. Davon brauche ich 4. Holy Mother of Jesus. Davon brauche ich 4. Davon brauche ich 2. Davon brauche ich 2. Oder erstmal das. Machen wir erstmal das fertig. Einmal zahlen. Muss in Zukunft auch mal die Läden ein bisschen verschönern vom Aussehen her. So, wir machen das jetzt flott und easy. Einmal schnell runter zum Laden, bitte. Scheiß auf die paar hundert Euro, die wir jetzt für Taxis ausgeben. Es erleichtert uns die Arbeitszeit. So. Kleine industrielle Gefriertruhe platzieren. Perfekt. Nochmal dasselbe, bitte. Und dann einen Kühlschrank. Den müssen wir rotaten. Der passt ja eigentlich nicht ganz hier hin. Jetzt. Der Hund will geknuddelt werden. Oh, du bist so süß. Du bist so süß. Aber ich muss jetzt aufnehmen, die kleine Maus. Komm. Machst du wieder Platz hier? Gehst du wieder auf deinen Platz? Entschuldigung, alles muss ich. Wo ist dein Platz? Wo ist dein Platz? Inna. Komm, sitz. Rauf. Sitz. Ja, super. Na, ja. Und ja. Da freut sie sich immer drüber. So. Das passt hier nicht ganz hin. Neben den Klo ist irgendwie blöd. Das war's jetzt. Wenn ich nicht dauernd gutzelst. Das heißt, die setzen wir erstmal hier in die Mitte. Die können wir danach noch oben platzieren. Bin ich gerade nicht sicher. Ist hier irgendwas noch nicht? Rasch und fresh. Rasch und fresh Süd, rasch und fresh Süd, rasch und fresh Süd. Das ist alles rasch und fresh Süd. Getränkedosen, Getränkedosen. So, jetzt müssen wir doch mal die hier gleich fest definieren. Du bist Eiscreme.
Tiefkühlkost. 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 Dich nehmen wir mit. Jetzt ist natürlich unsere Liste hier bummvoll. Taxi, perfekt. Nein, bleib hier. Das ist super. So, dann fahren wir schnell zurück. Also wir brauchen echt wieder ein Fahrzeug, mit dem wir dann halt einfach mal eine komplette Ladung machen können oder sowas. So, Getränkekühlschrank, davon brauche ich jetzt 4 Stück. Warum habe ich noch so viel Geld gesammelt? Ah ja, weil ich gedacht habe, das wird noch wesentlich teurer. Aber wir tun noch einstellen und bis das Ganze anläuft. Ein bisschen Puffer zu haben ist gleich gar nicht schlecht. Vor allem, wenn wir wieder andere Ressourcen kaufen müssen, die jetzt gar nicht vielleicht noch auf der Liste stehen. Ah, da schon mal Taxi. Lass mich zum Taxi! Nein! Taxi. Perfekt. Ich bin echt gespannt, wie gut das Ganze wird. Oder ob ich mich hier komplett verkalkuliere. Ich habe eine Idee, warte mal. Platzieren. Ich habe echt eine Idee, man glaubt es kaum. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass ich nicht kleinere Läden... Also für mich wäre es ja schlau, oder für mich wäre es super, wenn ich kleinere Läden auch haben könnte mit genau so einem Index. Aber ganz ehrlich, warum muss ich so einen Riesenladen kaufen, wenn ich mit so einem Laden, kleinen Laden auch zurechtkomme? Voilà. Was schaut euch das Ganze an? Es reicht doch. Das ist der komplette Kaladen, den wir brauchen. Ich brauche jetzt eigentlich hier hinten nur noch einen Abtrenner und dann kann ich dahinter alles Lager machen. Und ich habe ein Lager. Ist irgendwie traurig riesig. Aber Mai, das Spiel will's so. Wir brauchen jetzt als nächstes die Karte. Ist das schwiss? Wie, es ist schon so spät. Willst du mich verkackeiern? Wie einfach die Zeit verfliegt. Servus, So, warte mal, was kaufe ich von hier noch? Kassen habt ihr nicht, da muss ich zum Kollegen, ne? Bezogene sind dann eingegangen. Da müssen sind Restaurants, die wir dann vielleicht noch in Zukunft mal nachmachen müssen. Lagerregale, ja, die kommen günstig. Ich würde bei euch noch schnell mir 4 von denen holen. Dann hole ich morgen den Rest von den Kollegen. Die haben wahrscheinlich auch schöne Lagerregale. Vermut's mal. Wenn ich jetzt noch ein Taxi finde, dann bin ich noch schnell fertig heute. Ich finde kein Taxi. Wollt ihr mich verarschen? Du sagst mir, hier ist gerade... Doch, da ist doch sicher ein Taxi gewesen. Das war ein Taxi. Schau an. In dieser Stadt gibt es an jeder Ecke und Ende ein Taxi. Und die eine Straße hat mich... Schieße 50 Tage. Ist das jetzt so gut? Also ich würde gerne schauen, dass wir... dass wir den Laden irgendwie aufbauen, dass der dann am Ende ordentlich ausschaut. Bedeutet, so wie er aktuell ausschaut, sollte er hoffentlich in Zukunft dann nicht mehr ausschauen. Habt ihr ein Taxi gesehen? Da. Also im Sinne von, ich würde gerne, dass wir den die eine Seite verbauen können und alles drum dran. Aber als erstes muss er laufen, damit wir finanziell das einfach ein bisschen hochpumpen können. Hätte schon 22 Uhr, wollte ich verarschen. Einfach mal direkt schlafen. Morgen früh, dann holen wir uns noch die Kassen und dann können wir eigentlich alles andere vorbereiten. Da müssen wir hinfahren. Ach ja, 16.000. Wir sind also immer noch gut im Plus und machen eigentlich das auch fast schon wieder wett, was wir jetzt die letzten Tage schauen. Wir sind immer noch mit 110.000. Also ich sehe jetzt hier nicht das Problem, dass dieser Laden nicht laufen könnte. Um ehrlich zu sein. Ich sehe eher, dass wir hier ein großes, profitables System haben. Das ist ein anderer... Ist eine Anwaltskanzlei? Warte mal. Da, Ladeneinrichtung, da war. Kassen. Kassen. Das hier, das sind solche Sachen. Das sind Ladeneingang rechts. Ladeneingang links. Personenschranke.
Das sind halt auch One-Way-Dinger, glaube ich. Und genau das hätte ich auch gerne. Wir drauf und kaufen dreimal dieselbe Kasse. Ah, schön, dann sind auch Lagerregale. Also ich will auch, dass die Läden in Zukunft sauber werden. Also ohne Frage, das Ganze. Upala, ich laufe ganz selber weg. Das hier zum Beispiel würde ich auch gerne machen. Einfach ordentlich gebaute Läden. Wenn wir Restaurants öffnen, müssen die dann auch schon gut ausschauen. Bräuchte mal kurz ein Taxi. Hat jemand ein Taxi gesehen? Kannst mir nicht erzählen, dass hier schon wieder kein Taxi ist an dieser Kreuzung. Wenn man vom Teufel spricht, da ist ein Taxi. Da sind sogar zwei Taxis. Wir müssen mal schnell hier runter. Wie viel Uhr ist es? 11 Uhr, ja, schade. Zwei Pass schaffen wir noch. Das wird also der Ausgang am Ende werden. Kassentheke links. Vielleicht müssen wir das Ganze dann nochmal ein bisschen neu platzieren, aber schon rein theoretisch wäre es schlau, wenn wir das hier vorne platzieren. Und schlau wäre es natürlich, wenn man es auch gegenüber bauen würde und bla 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 bla. Ich würde sagen, zwischen jeder Kasse und Ding müsste ein komplettes Ding frei sein. Perfekt. Dann haben wir jetzt hier noch ein Ding, ein Lagerregal. Das müsste gleich tiefgekostet sein. Ach, richtig, gut. Weil jetzt kommt das, was viel Zeit in diesem Laden benötigen wird. Und das ist Lagerregale. Dieser Laden braucht Lagerregale wie blöd. Wir nehmen den direkt wieder mit. Weil ich werde den auch erst grafisch sozusagen aufwerten anfangen. Das ist wieder ein Taxi. Das ist noch ein Taxi. Wenn wir wissen, dass der Laden uns Profit schlägt. Weil ich sehe es jetzt nicht ein, unbedingt den Laden komplett aufzuwerten. Und gleich habe ich vorhin noch was gegen genau, ein Putzding, warum auch noch. Ich sehe es nicht ein, den Laden komplett aufzuwerten, wenn er noch nicht Profit schlägt. Deswegen, also es wird kurz oder lang, werden wir noch viel Geld investieren. Und natürlich auch die Läden schön machen. Wir werden auch den anderen fresh und fresh schön machen. Fürs Erste aber brauche ich wieder ein Taxi. Das wird die Taxifahrtfolge. Ich will mit dem Taxi fahren, Leute. Da, schon. Das ist ja teuer, ein Taxi, aber scheiß drauf. Wie viel hat uns der Laden gekostet im Gegensatz zu den Taxifahrten? Ich sehe das als wichtige Investition in den Laden. Aber rein theoretisch ist der Laden so ready. Wenn du es ganz simpel siehst. Wir platzieren jetzt hier noch die Reinigungsstation. Und ich mach's jetzt so. Zwei nebeneinander und dann wieder ein bisschen Platz. Genauso. Einmal schaffen wir es gleich noch zum Laden, können wir noch ein paar kaufen und dann kümmern wir uns darum, dass der Laden bestückt wird, dass der Laden Mitarbeiter kriegt. Putzkraft hätte ich gerne eine dauerhafte. Ich hätte gerne drei Dauertagesmitarbeiter in dem Laden hier. Brauche ich bloß schnell ein Taxi. Das wird ein Taxi. Jawohl. Das bringt mich nochmal schnell zum Ladenseinrichtungsladen. Bevor er bitte schließt. Ah, damit. Okay.
Ist ja wurscht, dann gehen wir schnell in unseren Bismann rein, in unseren Logistikmanager. Du kriegst von mir jetzt noch einen Laden. Dann halt nicht, dann kriegst du jetzt von mir Rechen Fresh Süd. Der kann aktuell nur zwei beliefern, wahrscheinlich wegen dem Fahrzeug. Wie haben wir das denn hier? 1500, 1500. Ich würde alles um 500 erhöhen, bedeutet, obwohl ich würde Papiertüten glatt auf 4000 erhöhen. Dann würde ich die Eiscreme auf 2500 setzen. Getränkedosen 3000. Tiefkühlkost auf 3500 und 3500. Das ist das Ziel aktuell. Dann würde ich gerne meinen Einkäufer nochmal sagen, dass wir jetzt langsam ein bisschen Lager wieder brauchen. Und zwar brauchen wir wieder frische Lebensmittel. Und zwar viertausend davon. 4000 hiervon. Obwohl, da würde ich vielleicht sogar nochmal 6000 bestellen. Getränkedosen habe ich 12000, letztes Mal bestellt, was? Oder machen wir 20000 draus? Ich habe ja eigentlich ein großes Lager gekauft, ne? Eiscreme, 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 Eiscreme. Das Lager erhöhen wir auch nochmal um 25000. Das müsste dann passen. Wie viel bestellen wir für 70000? Was ist das? Wir erhöhen dich auch auf 10000. Gut, dann. Das sind die Sachen, die wir bestellen. Tiefgekost, frische Lebensmittel. Bestellung. Das sollte ja dann morgen kommen, wahrscheinlich. Tag 105. Wir haben Tag 104. Perfekt. Und gleich können wir uns auch nochmal die Hand darin. Nein, du bleibst hier. Du bleibst stehen. Das sind vier Taxis wieder um die Ecke. Lecco mio. Wir fahren schnell nach Hause und telefonieren dann nochmal kurz mit unserer Personalerin. Nein, nicht keinen Vertrag verändern. Ich hätte gerne meine Bismen. Wo ist meine Personalleiterin? Ah, gut, die schauen aber alle von der Zufriedenheit ganz gut aus. Ah, nee, ich brauche meinen Headhunter. Nein, wir brauchen bitte. Ist das Kundendienst? Das ist Kundendienst, oder? Wenn ich mal kurz. Wenn man der Personalreiter, das ist alles Kundendienst, Headhunter. Wir brauchen Kundendienst. Ich hätte gern hier was hier oben. Wir brauchen Vollzeit. Ach, das sind Dealbreaker. Warte mal. 5 und 4 Tage sind Dealbreaker. Mehr darf ich gar nicht ausgeben. Rekrutierung beginnen. Anzahl Bewerber hätte ich gerne 10. Dann gehen wir. Zocken wir noch auf, komm. Wir zocken noch 1, 2 Stündchen. Tut unserem Charakter ja gut. Es ist schon wieder eine sehr lange Folge und dafür, dass sie jetzt echt gleich rauskommen muss, wird es noch was. Und Umsatz. 19.000. Sie ist halt international. Das heißt wieder nichts Gutes, wenn die mir hier anschreiben. Es gibt Kisten Tiefkühlkosten. Goddammit, ich muss das Lager ausbauen, wie es ausschaut. Gut, Leute, aber ich würde sagen. Hallo Katze.
Wir machen den Resch und Fresh Süd in der nächsten Folge fertig. Ich habe es gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.